Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die 105. von Mist Survival. So, warum ich jetzt hier zurücklaufe, hat im Endeffekt nur einen einzigen Grund, jetzt zurückzufahren und zu testen, ob die beiden Blaupausen in einem Container liegen, ist so eine Sache. Ich will testen, ob ich ihn jetzt hier nochmal sehe. Nein. Aber er liegt auch nicht mehr da. Er lag genau hier. Ich weiß, dass er hier lag. Und weg ist er. Also jetzt drehe ich mich um und er steht genau hinter mir. So. Okay, schade, dann kann ich das so nicht testen. Schade. Gut, also es ist nicht ein Instant Respawn, das haben wir jetzt auch getestet, super. Und schon wieder wissen wir mehr. So, dann letztendlich, ach, das mit der Stamina, ich habe ja kein Essen mehr. Ja, ich habe das alles weggeworfen. Ich werde mal einen Schluck trinken. So. Dann werden wir zurücklaufen und den ursprünglichen Plan weiter verfolgen. Leider, ich dachte, es gibt einen Instant Respawn. Ja, macht aber auch Sinn, dass es den nicht gibt. Sonst würden Leute wie ich sofort wieder reingehen und noch so eine Blaupause. Und vor allem diese Military Components und diese Handgranatenteile holen. Ja, das wäre schon wichtig. So. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Handgranaten. Haben wir noch nicht. Müssen wir mal testen. Ja, ich muss leider wieder etwas gehen. Der Hunger steigt. Also, der Balken leert sich. Und Stamina kommt nicht so schnell dazu. Natürlich könnte ich jetzt am Boden schlafen. Ja, schlaf doch ein wenig am Boden. Okay, ich tu's. Am besten, ach, vielleicht erst sauf ich. Nein. Alles gut. So, dann laufen wir mal raus. Wie spät ist es denn eigentlich? Oh! Es ist sicher wieder dunkel draußen. Na, was sag ich? So. Also dunkel, aber so Abendstimmung. Ach ja. So, mit voller Stamina lässt sich leicht laufen. Wir schauen mal nach, ob im Zombie-Haus wer respawned ist, dem wir um Nahrung fragen können. Hallo? Ich höre nichts. Im Zombie-Haus höre ich nichts. So, wir warten, bis die Samina voll ist, dann können wir besser laufen. Super. Ja. Großartig. So, jetzt fangen wir an zu hungern. Ja. Wir werden verhungern. Nein, wir fahren natürlich zu diesen Köffersens. Oh, also die Helligkeit in diesem Wagen ist der Hammer. Absolut. Super. Besser geht's fast gar nicht. So. Dabei wäre es ja gar nicht so schwierig. Die Scheinwerfer ein wenig. Ich spreche ja nicht mal von viel. Ein wenig höher zu stellen. So. Wo haben wir denn die? Mitten in der Nacht. Ohne Straßenbeleuchtung. Ja. Aber dafür authentisch. So. Da war nämlich irgendwo... So, da war nämlich irgendwo was zu essen drin. Ja, Alkohol könnte ich trinken. Hey, das machen wir ein anderes Mal. So, nein, salzen, ich könnte mich salzen. Munition. Das ist tatsächlich nicht... Oh, doch. So, essen. Jawohl. Sehr gut. So, ach so,
geht so nicht, muss man natürlich extra gesondert anwählen. Super! Ah, grandios! So, wir trinken noch ein wenig. So, dann werden wir mitten in der Nacht die Köffersens hier auf den Wagen legen. So. Lassen wir mal so fallen. So, dann nehmen wir diesen Köffersens. Ja, da passt er gut hin. So, dann der hier. Ist das eine schöne Sternennacht. Die richtige Nacht, um Koffer zu schlichten. So, und das Täschchen, natürlich auch essentiell. Das Täschchen, hier. Das halbschwebende Täschchen. So, das werden wir näher, das werden wir hier drauf platzieren. Super. So, ich kann es nicht lassen. So, wie viel haben wir da eigentlich genau drinnen? Ja, fast 15, super. Gut, ach, diese Dunkelheit. So, ein wenig heller könnte schon sein, also gebe ich ja zu. So, und weil wir gerade hier sind, Gas leuchtet. Da vorne blinkt noch was. So, ich glaube, das, was da blinkt, ist der eine Wagen, den wir uns noch holen können. Das hätte ich sowieso auch noch gerne gemacht, mir den Wagen noch geholt. Moment, ich probiere mal. Aber ich habe gar keine Munition mit. Also keine Zusage ist eh noch nicht da. So. Nö, niemand zu Hause. So. Haha. Nein, was? Wieso? Warum tue ich das? So. Sieht doch gleich besser aus. So. Ja, die kann ich wegstecken. Alle Munition verblasen in den Berserker. Und dann würde ich sagen, fahren wir über den Stau zurück. Danke übrigens für den Hinweis mit der Rückwand. Wenn man Dinge ganz extrem an die Rückwand dieses Pickups stellt, dann ist er tatsächlich extrem heikel und fängt dann an zu bocken und nicht mehr zurückfahren und alles das, was er eigentlich nicht tun soll. So. Schade, dass ich keine Munition habe. Jetzt hätte ich sogar einen Loot Truck. So, pass auf. Da machen wir jetzt was Lustiges. So, Safe Game. So. Wir nehmen aber sicherheitshalber eine Schrotflinte. Sieht er mich nicht oder will er mich nicht sehen? Er ignoriert mich. Er wackelt mit den Ohren. Er nimmt Witterung auf. Ja. So, ich leg die Waffe weg als Zeichen des Friedens. Ja, super, super Bär. Ja. Das wollte er jetzt nicht.
Oh, jetzt sei nicht traurig, dass du mich nicht töten konntest. Oder wolltest eher. So, egal. Der friedliche Bär. Gut, nach dem friedlichen Bären steigen wir dann gleich wieder in unseren Wagen und fahren nach Hause. Wenn uns der Bär nichts mehr tut. Dann haben wir gewonnen. So, finster ist's. Uah, wir kommen nicht schleudern. So, da vorne ist die Barrikade. Also der Stau. Da fahren wir vorbei. Für den Fall, dass Banditen sind. Aber hier sind auch keine Banditen. Oh doch. So. Super. Uah, vergessen. So. Den müssen wir auch einmal mitnehmen. Naja. Ah, endlich wieder nach Hause. So, Moment. Nö. Ja, das ist gut. Das freut mich auch. So, ich muss dann unbedingt nachschauen, wo ich die... Ja, genau. 0,01. Okay. So, ich muss dann unbedingt nachschauen, wo ich die Blaupause habe. Die andere. 0,0. Ein Brett. So. So, dann fahren wir hier auch noch ab. Uah. Ja, schauen wir nochmal rein, bevor wir zurückkehren. So lange dauert es ja nicht und es ist tatsächlich so. Super. Ja, dann werden wir vielleicht auch mit dem Generator ein wenig mehr spielen können, wenn wir da jetzt überall 0,0... Naja, waren ja auch schon mehr. Immerhin sind wir mit einem leeren Kanister losgefahren. Ich hätte aber auch gerne Kofferraumloot. Gebe ich zu, ich hätte gern Kofferraumloot. So, Moment. Habe ich da eine... Oh ja. Das holen wir ein anderes Mal. So. Wie sieht's bei dem hier aus? Ach, wir schauen nachher. Jetzt erstmal nach Hause. Jetzt habe ich geglaubt, ich nasch in den Baum rein. So. Bei offener Tür. Super. Zombie-Apokalypse. Und die Jungs und Mädels schlafen bei offener Tür. Super. So. Ich gehe nach Hause. Ja, gesund sieht das nicht aus. Scott, du hast dein eigenes Zimmer. Was mit euch? Keine da. Okay, Rachel. Wo auch immer Kate ist, hoffentlich nicht in meinem Zimmer. Nein. So. Müsste reichen. So. Ah, endlich. Hi Rachel. So, lass mich mal da reinschauen. Also, wir haben... Sag mal, backt ihre Oberweite... Moment. So, da steckt also... Im Kasten steckt sie drin. Kopf. So. Und backt ihre Brust da so rum? Ich denke schon. Wieso steckt die so halb im... Wieso? Warum? Was hat sie in den Kasten gebracht? Zombie-Technologie. So. Da. Und da. Kann man das stacken? Nein, man kann diese Blaupausen nicht stacken. Äußerst bedauerlich. Aber wir könnten uns noch ein paar holen. So. Ja, dann haben die da drin aber auch nichts mehr verloren. Ich stecke die mal da rein.
Ja, ich weiß ja auch nicht. So, Blaupausen. So. Kate, ich hoffe, du kannst wieder rauskommen. Irgendwie. So, wir laden mal alle Waffen wieder durch und nach und hin und her und auf und ab. So, und zwar, wir beginnen mit der. Super, weil wir müssen uns ja vorbereiten für den Ausflug in die Stadt. So einen neuen Bogen sehe ich da unten aus dem... Willst du auch Waffen laden? Rachel? Rachel? Bedien dich. Ja, jetzt wieder nicht. So. So, Ausflug in die Stadt. Ich nehme wieder keine Reservemunition mit. Hey, warum nimmst du keine Reservemunition mit? Ich will nicht. So. Dann schlichten wir die ganze Munition wieder ein. So, wir brauchen... Was könnten wir uns denn... Genau, wir werden das mit dem Bären noch testen. So. Super. So, und zwar... Oh ja, die Koffer müssen wir auf jeden Fall abladen. Das kann da nicht bleiben. Die werfen wir da zu den anderen Koffersens. So, damit der Loot-Truck wieder nur die Loot-Koffersens hat. Vielleicht finden wir ja in der Stadt neue Koffersens. So. Und los. So. Der Koffersammler. Wobei der friedliche Bär war trotzdem noch für mich der Hammer. So, da haben wir mal die Koffer und den gelooteten Kühlschrank. So, hier sind ja auch noch einige, da können wir bald noch einen Loot-Truck machen. Der Unterschied zwischen denen hier und denen hier ist übrigens, die sind ausgeräumt und die nicht. Für alle, die das noch nicht wissen, aber ich glaube, es wissen alle. So, in dem Kühlschrank haben wir auch einige coole Sachen. Ja, aber nichts, was ich jetzt brauche. Was ich jetzt brauche, ist ein Bär. So. Bär. Meister Pets. Oh, da vorne. So. Nein. Ja. Natürlich könnte ich den Bären jetzt mit einem Scharfschützengewehr erlegen. Aber wir wollen ja die Hunter-Herausforderung. Eigentlich will ich die nicht. Ich möchte das Bärenfett. So. Das war jetzt nicht so wie geplant, aber es kann nicht immer alles wie geplant verlaufen. So, gut. Ja, ja, mach das mal. So. Sollen wir jetzt noch warten? Ich brauche neue Munition. Ich dachte eigentlich mit Pfeil und Bogen. Ich nähere mich ganz langsam, ganz langsam. So, wie spät ist 8:30? Das geht noch. So, ich darf nicht vergessen, Verband mitzunehmen. Verband brauche ich nämlich auf jeden Fall schon. So, lieber Bär, in erster Linie möchte ich dich entfetten. Proceed! So, der entfettete Bär. Super. Außerdem dachte ich, der ist so friedlich. So, Batschern. Wie lange man braucht, um einen Bären zu zerlegen. Oh. Aber egal. So. Ja, super. So, nachdem es uns eigentlich ganz gut geht, bis auf die schwere Verwundung hier, ist das der ideale Zeitpunkt, um unsere Zombie-Arena zu testen. So, jetzt geht's los, aber... Es geht jetzt los in der nächsten Folge. Ich wechsle noch schnell die Waffe hier, die Machete, weil die einfach mehr Spaß mit Zombies macht. So. Ja, 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 ja. So. Wenn ich jetzt diese Machete... So. Wo ist er? Da ist er. Aber er sieht mich nicht. Hey. Er hat mich tatsächlich nicht gesehen. Wieso? Wieso gehst du? Kommst du? Kommst du? Ja,
Da ist er. Super. Nein, auf den Kopf würde ich da gerne. Ja. Nämlich. Nein. Komm, jetzt. So. Ja. Komm her. Kommst du her? So, jetzt ist gut. Jetzt fühle ich mich wohl. So. Ja, Flasche Textilien, ja, Military Components. Super. Ja, der Schlechter da hinten herum? Ich könnte natürlich jetzt... Oh, wir sind schon auf über 20 Minuten. Okay, gut. Da muss ich natürlich was tun. So, Rest. So, wir resten mal. Moment. Oh, ein Besucher ist da. So. So, jetzt resten wir den Rest. Bis der Nebel weg ist. Ist einer da? Nein. So. Nochmal. Ich höre auch keinen Zombie mehr. Oh, ich bekomme Hunger. Ja, Pizza wäre jetzt. Super, so. Sample ist noch da. So, da hinten. Da schleicht er ja noch. Zombie-Schleicher. Ohne Freunde. So, dann nehmen wir das mal. Das und das. So, da drüber. Und wir haben Components wieder. So, wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, irgendwann mal beginnen mit Alkoholproduktion. Das haben wir echt vernachlässigt irgendwie. So, das weglegen. Was braucht man? Wir brauchen einen Verband. Ja, sage ich ja. Wir brauchen Verband. So, das nehmen wir mit. Dann würde ich... Kate, ich... Das ist doch nicht gesund. So. Ja, da ist es. So, dann schauen wir mal rein. Und zwar, das ist auch gut. Die können wir dann gleich rüberschlichten. So, die Fetten, die Fetten, die Fetten und die Fetten. Super. So, da ist alles drinnen. Ignite. Gefällt mir. So, ja. Das legen wir da her. So. Bioöl. Ach, Hunger hat er. So, da ist er eh gerade richtig. So, das. Genau, das können wir austauschen. Und das können wir auch austauschen. Super, jetzt können wir uns gleich Essen nehmen. Was haben wir denn da noch? Oh ja. So, das werden wir aufessen. Oh, die Folge über 20 Minuten, es tut mir so leid. So, nein. Ja, Essen. Ist das gut. So. Und jetzt müssten wir tatsächlich wieder voll sein. Eine Fetten haben wir noch dabei. Dann, naja, voll, fast voll. Bah, Scott, bitte, pack nicht an mir. Manchmal ist Gott. So. Take. Rachel, jetzt packst du an mir. Was habt ihr denn heute alle? Rachel. Super. Ja, befreit lieber Kate. Die steckt da fest. So, da läuft's gut durch. So, wir haben hier irgendwo... Oh. Wir haben hier irgendwo einen, da ist er ja, einen Lederkasten. So, da werden wir nämlich, ja, das werden wir selber machen, da brauchen wir jetzt keine Geiseln dafür. Super. So, ab in den Lederkasten. So, was haben wir dann noch? Ein wenig Textilien. Ja, voll. Ja. Super. Das Tape können wir zumindest weglegen, das ist gut. Die Dose können wir uns mitnehmen, wenn wir unterwegs sind in die Stadt dann.
So, dann haben wir die hier, die wir dann doch nicht brauchten. So, Kühlschrank. Wie sieht's aus? Was wir alles für Sachen haben, passt auf jeden Fall in den Kühlschrank. So, Alkohol, noch mehr Alkohol. Alkohol gehört zu Alkohol. So, Military Components. Kate, Kopf weg. So. Dann nehmen wir hier noch Teil am Einlegen. So. Zünden wir es nochmal an. Probieren wir mal. Ja. So, weil dann läuft das eine nämlich noch durch. So, und die anderen können wir weglegen. Da, da, da. Da. So, was haben wir noch? Den Stoff. Ja, Stoff ist immer so eine Sache. So, da passt er gut dazu. Ausräumen werden wir ein anderes Mal. Aber die räumen wir gleich aus, nämlich. So, Loot All. So, dann haben wir Loot All. Und dann haben wir. Loot All. So. Das ist auch ein guter Platz für den Stoff. Den lassen wir da liegen. So. Einmal um die Köffersens laufen. So. Da wollten wir noch einfüllen. Und dann sind wir schon am Ende der Folge. 28. Wie weit geht's? Fill the tank. Wahnsinn, oder? 36, okay. Pass auf. Ja, wie viele Liter passen in 50? Okay. Dann ist's ja gut. So, da ist wenig drin. Da ist wenig drin. Der Tankstellenmann. Super. So, ja, wir könnten noch zum Bären laufen jetzt. Das könnten wir tatsächlich noch machen. Und holen uns noch ein wenig. So, das Kopffleisch, das Gute, aber das lassen wir noch da. So, die werden wir batschern. So. Na, nochmal Nebel wäre jetzt unfair. Super. Überaus. Bäh. Gut. So. Ja, Rachel passt. So. Da waren irgendwo Tapes drin. Hier nimmt. Nein. Hier nämlich. So, das Tape kommt da rein. Grafikkarte. Und ich weiß, es ist keine Grafikkarte. So, dann haben wir. Oh, Kate, bitte. So. 10. Okay, die decken sich nur. Okay. Gut. Leer gut. Nein. Leer gut. Ja, leer gut. Sehr gut. Wir haben leer gut. So, die Axt hier hinein. Dann werden wir noch schmelzen. Da. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, schmelzen, schmelzen. Wie war denn das jetzt? So, und davon nur die Hälfte. So irgendwie. Und so. Dann ist das gut. Dann machen wir das so. So. Oh, und schon ist der Tag vorbei. Hi, Scott. So, Kate, geh kurz. Danke. So. Tja, dann würde ich sagen, ich stelle mich mal hierher, sag Kate, super. Sag danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.